Da sind wir wieder. Neue Klamotten, neue Mütze, selbe Strecke. Eigentlich selber Abend. Aber ich möchte jedes Mal so tun, als wenn ich mir super viel Mühe gegeben habe und mich extra umgezogen habe und das hier ein anderer Tag ist. Was wirklich ein anderer Tag ist. Wir sind auch nicht in derselben Racing-Session. Nein. Es ist alles neu. Auch die Mitstreiter sind neu. Unter anderem haben wir den Blitz, a.k.a. Xentren, da. Xentren, du hast eigentlich noch gar nichts verpasst gekriegt. Reini hat die Glocke. Pete hat das Kappa. Was machen wir mit dir? Gute Frage. Der Blitz, oder einfach? Der Blitz. Ja. Vielleicht haben die Leute in den Kommentaren ja eine Idee, was wir Xentren zuschustern. Aber wir haben auch den Kappa. Den Kappa-Mister, wollte ich gerade sagen. Den Abfolierer himself heute wieder da. Den Daily Quester. Quasi den Champion der Daily Quests. Pete Snake dabei. Moin Ding. Oh, dieses Mal kam es gleich durch. Aus der letzten Episode hat Pete es gelernt. Dicken ist hier das Codewort. Wir sind gerade dabei, immer noch Road Atlanta zu lernen. Wir sitzen immer noch im Mercedes drin. Road Atlanta gar nicht so einfach, nachdem wir ja in der letzten Session so mehr oder weniger ein Briefing gekriegt haben von Pete. Bezüglich der GT3-Fahrzeuge. Schmeißen wir uns jetzt rein. Also, Ziel dieser Episode ist es, eine 1.21 zu bügeln. Also hoch geht auch, aber 1.21. In der letzten Session sind wir 1.22.9 gefahren, hatten leider eine Black Flag, das heißt, das hat nicht gezählt, aber ich glaube, eine 1.21 hoch sollte drin sein. Damit wir mal einen ungefähren Vergleich haben, gucken wir mal, was Xentren aktuell für Rundenzeiten hat. Xentren schnellste Runde ist 1.20.3, hat heute übrigens angefangen, die Strecke zu lernen. Ich fühle mich gut, wenn ich das sehe. Pete? Hier. 1.20.3. Ja. Fährt Pete. Also eine 1.21 hochpeilig an. Ich habe ja bei weitem noch nicht so viel Erfahrung wie die beiden in iRacing. Das heißt, ich kann mich da nicht ganz so hart vergleichen, was das angeht. Aber ich denke mal, eine 1.21 hoch ist realistisch. Möchte ich sagen. Sehe ich auch so. Ich glaube es auch. Ja, kriegen wir hin. Hauptsache Xentren. Na klar, das machen wir. Ja, na sicher, ich habe noch nie eine Runde gesehen von dir, Diggi, aber mach mal ruhig. 1.21 ist drin. Ja, die 22 Stunden hast du auch schon gemacht. Das stimmt, ja. Ja. Eine Sekunde noch geht drauf und dann gib ihm. Ja, wir machen nochmal eine Sekunde drauf. Klar, ich hol mir mal ein neues Auto und dann gehen wir mal rein in die Olga hier. So, meine Damen und Herren, wir machen mal den Pit-Limiter an. Hast du dich jetzt wirklich umgezogen? Was habe ich gemacht? Dich umgezogen? Natürlich nicht. Ich sag das immer nur, damit die Leute denken, dass ich das nicht am selben Abend aufgenommen habe, gleich im Anschluss. Nee, ist ja jetzt schon der nächste Tag, ne? Na klar. Hast du dich auch umgezogen? Ja. Wie viele Daily Quests hast du schon gemacht seitdem? Null. Null? Null. Oh, nee. Ist ja immer nur morgens. Aber ach nee, da müsste ja eine... Lass mich in Ruhe, ich will nicht drüber reden. Ah, nicht schlecht, Pete. Das hat aber nicht so gut funktioniert, mein Freund. Nee. Das hat nicht so gut funktioniert. Ah, so, auf geht's. Neuer Tag, neues Glück. Oh, hier können wir auch noch ein bisschen schneller durch hier oben. Hinter mir kommt noch jemand angeflogen. Road Atlanta. Das ist auf jeden Fall eine Strecke, die mit sehr, sehr viel Gehkräften im Auto kommt. Also gerade hier so der Part, wo man hier oben über die Kuppe fährt und dann runter in die Kurve, ist schon ziemlich schwierig. Auch hier ist, also voll durchfahren ist, ja, wie man sieht, immer ein bisschen mit Risiko behaftet. Und da sollte man auch ganz dringlichst die Hände wegnehmen vom Lenkrad. Ich werde jetzt aber mal ganz kurz, damit ihr da draußen ungefähr eine Vorstellung habt, wie viel Gehkräfte hier wirken, haben wir uns ja keine Mühen und Kosten gescheut, sondern wir haben hier auch mal
noch was anderes für euch gemacht. Jetzt könnt ihr das ungefähr von hinten sehen. Natürlich nur ein bisschen so in der Silhouette, aber ihr könnt ungefähr sehen, wie viele Kräfte wirken, denn das Lenkrad macht ja trotzdem ein bisschen Rabatzki. So. Gehen wir mal rein. Natürlich sehr dunkel, sehr arg dunkel, aber damit kommt ihr ja schon zurecht. Es geht ja hier nur um die Silhouette. Also man muss dazu sagen, ich habe sehr viel Kraft in meinen Händen. Also ich bin auch Daily Quester, beidhändig, weil die Peitsche ist so groß, die bulgarische. Gleich erstmal in der ersten Kurve das Auto weggeschlittert. Wer ist denn jetzt hier stehen geblieben? Hallo? Hallo? Können Sie mal bitte wegfahren? Hier gibt's nichts zu sehen. Wer war denn das hier? Warst du das, Peter? Nö, ich war das nicht. Nö. Klar warst du das wieder, du Arsch. You got the course. You gotta slow down and give up that time. Ich mach mal Platz hier, damit derjenige durch kann. Genau. Okay, wir schaffen's nochmal. Sehr gut. Da kam Pete erstmal kurz nochmal angeflogen, der Limmel, du. So, dann mal rin hier. Hier haben wir sehr spät gebremst. Müssen wir auf jeden Fall früher bremsen. Ich glaube, das können wir auch in der zweiten Gang fahren. Dann machen wir mal Angriff hier. Sehr gut, sehr gut. Das ging schon mal fabelhaft. Da ging es ein bisschen weiter raus. Wir müssen auch immer daran denken, dass in den ersten 2-3 Runden die Reifen bei den GT3s natürlich nicht warm sind. Ich vergesse das immer und baller immer gleich voll los in iRacing, was aber nichts so ist. Hier hat sich auch schon jemand abgeschossen. Oh, oh, oh. Hier haben wir ein bisschen Zeit verloren hinten raus. Aber ich glaube, das könnte man eigentlich auch im zweiten fahren, würde ich vermuten. Jetzt sieht das Delta ja sehr gut aus. Mal gucken. Aber ich glaube, das Delta ist noch bezogen auf unsere 1.24er-Zeit, nicht die 1.22er-Zeit. Die scheint auch noch auf der Strecke zu sein. Man hört ihn ja immer ein bisschen klickern da hinten. Ja, das sind meine Schaltwippen, sorry. Alles gut, das ist überhaupt nicht schlimm, weil dann weiß man nämlich, dass du auch mal was tust. Dass ich noch lebe, ne? Ja, genau. Okay. Oh, da ist mir die Karre ein bisschen abgeflogen hier. Haben wir ein bisschen spät gebremst. Auch ein bisschen langsamer durch. Aber ich denke mal, ihr könnt gut sehen, auch jetzt von hinter mir, wie hart das Lenkrad am Arbeiten ist. Also gerade in iRacing ist es wirklich brutal. Und ich habe nicht mal wirklich viel Newtonmeter eingestellt. Also ich fahre noch nicht mal auf dem vollen Potenzial dieses Lenkrades. Verzeiht mir bitte das Räuspern. Ich habe gerade einen Frosch im Hals, Mensch. Aber wir sind im Delta wieder vorne, also. Grundsätzlich verbessern wir uns erstmal, was gar nicht so verkehrt ist. Ja, wir kommen wieder gut raus. Müssen wir wieder ein bisschen aufpassen.
dass wir uns nicht abschießen. Jetzt sind wir mal wieder hier hin. Lass uns schön durchrollen. Jetzt nach oben. Kommt meine meistgehasste Kurve. Hier wollen wir natürlich nicht rumkriechen. Oh, jetzt wäre da Piet, wäre stolz auf mich, Mensch. Das war sehr gut. Ah, habe ich leider nicht gesehen. Gucke ich mir gleich an. Oh, das war gut, Piet. Fast eine Sekunde noch mal rausgeholt, du. Oh, Mann, Mann, Mann. Schön. Oh, und hinten raus verkackt. Ah, nein. Da wäre es gewesen, die 1,22er Zeit. Da waren wir ein bisschen zu gierig. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Da müssen wir uns auf jeden Fall erstmal noch ein neues Auto holen. Ah, das war bitter, das war bitter. Aber fühlt sich gut an, fühlt sich gut an. Das ist immer das Wichtigste, dass man sich dabei gut fühlt und wohl fühlt. 1,24, 1, 1,23 haben wir aktuell. Das ist unsere Bestzeit. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken, dass wir ja die richtige Geschwindigkeit finden. Hier oben auf dem Berg. Mensch, der Frosch, der will aber auch nicht raus, ne? Mann, oh. Schluck ihn runter. Nee, geht nicht. Der hängt richtig tief. Das ist so okay. Ja, das ist in iRacing ganz, ganz gefährlich, in den ersten Gang zu schalten. Da sollten wir auf jeden Fall im zweiten bleiben, glaube ich. Da kommen wir auch besser raus. Vermutlich. Da haben wir zu spät gebremst. Aber die Runde ist eh egal, die ist schon hops. Das ist sehr gefährlich hier vorne. Huhu! So, jetzt kommt wieder die gute alte Kurve. Okay, das sah sehr, sehr gut aus. Erstmal fühlt sich auch nicht so schlecht an. Könnte noch ein bisschen schneller sein, glaube ich. Hier nehmen wir ein ganz kleines bisschen vom Gas runter. Okay, super nice. Bisschen bremsen. Oh, ganz weit raus. Auto halten. Probieren wir mal den zweiten Gang. Das sieht sehr, sehr gut aus im zweiten. Ja, ich glaube, der zweite ist besser als der erste hier an der Stelle. Nice. Eieiei, ob ich mich mit 1,21 vielleicht doch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt habe? Nein, das packst du. Wenn Peter sagt, dann machen wir das. Hier vorne müssen wir natürlich wieder ein bisschen aufpassen. Auf das Ding. Jawohl. Ah, da haben wir den zweiten geschaltet, den ersten geschaltet, das war nicht gut. Das Bremsen. Nee, das ist zu weit raus. Das war nicht gut. Da hätten wir ein bisschen mehr bremsen müssen. Bleiben wir im zweiten, lassen uns ein bisschen raustreiben. Oh, die haben wir nicht so gut genommen an der Stelle. Also ich müsste doch mindestens 1,6, 1,7 müsste ich noch schnell werden. Also fast 2 Sekunden müsste ich noch rausholen. Da habe ich mir was vorgenommen für die Session hier, mein lieber Mann. Ich nehme einfach vom Zentrum nachher
Rettungszentren einfach ein Replay und sage, er soll 1:21 fahren. Dann geht das. Das ist kein Problem. Das ist der Notfallplan. Jetzt kommen wir natürlich auch gut schnell hier an. Das ist sehr gut. Spitzmäßig durchgekommen. Hier oben klemmt ein bisschen. Mal gucken. Wunderbar, wunderbar. Ich glaube, ich habe so langsam den Dreh raus für die Kurve da oben. Alright, hier unten geht's auch. Schön. Okay, hier sind wir nicht weit genug raus, aber trotzdem sehr gut durchgekommen. Stark, stark. Jetzt muss hier hinten noch müssen wir die ganzen Sektoren noch gut miteinander verknüpfen. Schön. Hier fahren wir im zweiten durch. Sehr schön. Na, für den zweiten müssen wir ein bisschen mehr anbremsen. Okay. Ich krieg die 19er Zeit nicht hin. Okay. Mann, Mann, Mann. Ist der drin schon in 19er Zeit hingelegt? Nee, nee. Ich sehe ihn noch knapp 3,5 Zehntel. 1:22,7. Aktuell bei mir. Das ging sehr weit raus. Das ging zu weit raus. Schauen wir mal, ob wir das Ding wieder auf die Strecke gehen. Ja, schön gefangen. You'll have to slow down and give up the time gain. Nur 1:22 war schon mal ganz gut, wenn wir noch einigermaßen eine gute Linie hier unten finden, also an der Stelle. Da habe ich noch nicht so, mache ich noch nicht, also hier komme ich gut durch, aber ich habe noch kein gutes Gefühl, dass das schnell ist. Hier dritter Gang, die erste rechts und die nächste zweiter Gang. Ja, die bin ich sonst immer im Dings gefahren, im ersten. Aber ich versuche gerade mal, das im zweiten zu fahren. Das läuft, glaube ich, besser. Der erste ist so... In iRacing ist der erste, glaube ich, fast tabu. Ja. Also kommt drauf an, ne? Also ja. Es gibt sicherlich Kurven, da muss man so runter. Aber dann hast du halt auch ein sehr nervöses Heck, ne? Wenn du dann voll drauf pinselst. Im ersten. Alrighty, los geht's. Attacke. Den schaffen wir 1:21, dann wird das eine sehr kurze Folge. Okay, wir kommen schnell durch, wir kommen schnell an. Das sieht ganz gut aus, hier kommen wir auch sehr gut durch. Schön. Bisschen vom Gas gehen, nicht ganz voll durch hier, schön, nice. Anbremsen, nicht zu viel. Kommen wir ganz weit raus. Sehr schön. Ganz weit traue ich mir noch nicht. Kannst du aber. Keine Probleme dort. Ein bisschen abbremsen. Rein in das Ding. Schön. Hier abbremsen auf dem zweiten. Rum die Karre. Sehr gut durchgekommen. Leider Apex nicht getroffen. Oh, ging. Alles gut. Hier sind wir sehr gut durch. Schön ausbeschleunigen, schön, nice. Ja, hier kommen wir sehr gut raus. Wird auf jeden Fall wieder eine neue Bestzeit. Oh, nice. 22,4, sehr schön. Oh, fehlen noch 400 für die 1:21er-Anlage. Aber dafür... Dafür muss das hier oben passen. Da hatte ich ein bisschen. Ja, da oben. Da hast du noch ein bisschen Schwierigkeiten, ja. Ja, auf jeden Fall. Und hier fahre ich auch noch nicht voll. Ja, nee, du musst nicht voll. Lupfen ist manchmal besser als voll durch. Ja, schön gefangen. Das war ein bisschen zu weit, aber trotzdem gut gefangen.
Das war nicht zu weit. Ich weiß gar nicht, wo du bist jetzt hier. come on. 1:21 drinne. Für die extra kurze Folge heute. Jetzt kommen wir mal richtig mit Affenzahn an hier. Zu viel. Ja. Da müssen wir ein bisschen mit der Schlittschuhe. You cut that corner and got a slowdown penalty. Ja, slowdown. Okay. Ah, die Kurve da oben ist auch gerade noch nicht so optimal. Da können wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was dran schustern. Vielleicht gucken wir uns einfach gleich nochmal die schnellste Runde von Zentren an und da mal die Bremspunkte nochmal zu ändern. Können wir Pete seine nochmal im Vergleich gucken, einfach um mal eine Augenpause und Händepause zu machen. Bottlenapp ist ja doch, geht ja auch immer ein bisschen auf den Kopf. Dann ist man irgendwann so festgefahren. Ja, ein bisschen zu viel drüber gibt's ein Ink, aber ist nicht so schlimm. Jetzt sind wir gerade aktuell sehr viel langsamer. Super durchgekommen. Tja, da haben wir die Maschine abgesegelt. Oh, das ist hier noch die einzige Kurve, die ich nicht so gut auf die Reihe kriege. You cut that corner and got a slowdown penalty. Da muss ich auf jeden Fall gleich nochmal luschern. Dass ich mir von den beiden ein bisschen was abgucken kann an der Stelle. Also die zwei Sachen hier, da steckt am meisten Zeit noch drin. Was noch drin ist, Leute. Ich habe so das Gefühl, ich habe gerade mein Limit mit 22,4 erreicht.
die erste Trainingssession. Weiß nicht, das kriegen wir hinten bestimmt nicht rausgeholt. Nicht mehr rausgeholt. Das war schon fast sehr gut. Hier haben wir ein bisschen Zeit wieder verpennt. Du bist noch am Fahren? Ich bin noch am Fahren, ja. Bist du schon bei 1,19? Nee. Gut. Wieder nicht gut durchgekommen. Du fährst konstant die 22 mittig. Das ist doch schon mal gut. Das ist sehr gut, ja. Aber für 21 reicht's nicht. Noch nicht. Da fehlt noch ein bisschen was. Ein ganz kleines bisschen fehlt noch. Ich lenke mal zu früh ein. Bei der einen Kurve hier. Ja, das sind doch die zwei Kurven, da scheitern wir noch ein bisschen dran.
Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Da ist noch sehr viel Luft nach oben, ja. Gut, gut, gut. Oh, Xentran ist ganz knapp. Mhm. An dir dran, oder was? Jupp. Oha. Ich habe mir jetzt mal das Pro-Set abgeladen. Das fahre ich die ganze Zeit. Ah, ich habe das Alternate. Entschuldigung. Nein, ist ja gut so. Das Alternativ-Setup gehabt. Oh, ich komme, Boys! Ich komme! So laut? Ja! Nein, fuck, ich hab's verkackt. Schade. Ah, shit. Come on, baby. You got a slow car on the right, car stop on the left. Ah, money! You've got about 5 laps of fuel. Come on, Baby, jetzt. Come on, come on, come on. Ich kann es schaffen, ich kann es schaffen. Ich darf jetzt nur die letzte Schikane nicht verkacken. Come on, Baby, come on! Brems nicht zu spät. Ja. Hey. 21,8, Baby! Woo!
Ja, Glückwunsch! Sehr stark. So lange gedauert, wie ich dachte. Woo! Here we go. Ja, das gucken wir uns dann nochmal an, oder? Aber da ist noch viel Luft nach oben. Oh, nein! So, da gucken wir mal rein, wa? Oh, feels good, man. Nice, ey. Oh, hier war aber auch sehr instabil. Mann, Mann, Mann. Das war aber auch ein bisschen rohe Gewalt hier. Sehr gutes Gefühl. Oh, hier sind wir aber auch ziemlich, ziemlich spät. Weit raus, meine ich. Na, hier haben wir fast optimal genommen. Schön. Mega gut, mega gut. Ich glaube, für oben jetzt, für die Kuppe, habe ich ein gutes Gefühl. Gefühlt. Guck mir das gleich mal an. Ach, hier habe ich den leider ein bisschen... Ja, die habe ich zu arg über die Körbe getrieben hier. Ja, und dann kam das hier zu hart eingelenkt an der Stelle. Zack, Auto weg. So, dann gucken wir nochmal bei Xentren die schnellste Runde an. 1:20:72. Ja, moin, ey. Ja, moini. Oh, Xentren bremst viel länger. In der ersten Kurve. Ungefähr das Curb, okay. Ah, da ist viel mehr Schwung drin als bei mir. Oh ja, hier fährt Xentren aber sehr... Oh Gott! Wow! Ja, da ist natürlich klar, dass er sehr viel Schwung mitnimmt. Uff. Ja gut, da ist natürlich klar, wo die 2 Sekunden herkommen, ne? Ne, die 1 Sekunde. Fast 2 Sekunden. Wow. Ja, aber Piet ist schneller noch. Minimal. Ay caramba. Oh, nicht schlecht, Zentren, du. Holy moly. Ja. Oh, da muss ich auf jeden Fall noch viel üben. So, dann gucken wir noch mal schnell bei Pete vorbei, wie seine schnellste Runde aussieht. Mal im Vergleich. 1:20. 63. Dann mal los. Ja, man sieht schon hier die Unterschiede, auch in der ersten Kurve schon. Ja. Man sieht hier sehr, sehr große Unterschiede. Also Xentren bremst ganz anders und fährt das Auto ein bisschen unruhiger im Vergleich zu Pete, weil es aber ja jetzt nicht anders ist, wenn Xentren damit klarkommt. Hier wird auch schon viel früher gebremst und leichter, mehr so schleifend, habe ich das Gefühl.
Ja, das habe ich mir von dem GTE angewöhnt, ja, weil da darfst du ja nicht so hart auf die Bremse. Ja, ist ja nicht schlecht. Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Fahrstile, ne? Richtig, genau. Zentrum fährt mehr so hauruck, habe ich das Gefühl. Was nicht schlimm ist. Und du mehr so den Gelassenen. Aber ist schon Limit. Also auch wenn das ruhig aussieht, aber ich bin da schon... Ich hätte einen 19er hoch, ganz hoch drin, aber ich krieg's nicht hin. Ja, du bremst also verhältnismäßig viel, 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 viel früher als... Ja, ich lass mehr rollen. Ja, genau. Aber auch sehr gute Runde. Ich guck mal gleich bei Xentran. Vielleicht finde ich da massive Fehler und dann ist er gleich mal eine Sekunde schneller. Ja, Mensch, also, ich meine, es tut mir leid, Freunde der Sonne da draußen an den Empfangsgeräten, aber Trainingssession-Ziel wurde erreicht. Also, mehr muss man nicht machen. Ich meine, wie lange haben wir jetzt trainiert? Eine Stunde 40. Ich bin jetzt gefahren heute, ich bin gefahren heute 37 Runden. 37 Runden bin ich gefahren. Ich habe es in 37 Runden 1:21.8 geschafft. Falls ihr da draußen iRacer seid und ihr fahrt Road & Lanter GT3-Fahrzeuge, würde mich das mal interessieren, was ihr fahrt auf der Strecke, damit man sich mal so ein bisschen daran orientieren kann. Das wäre super nett, wenn ihr das mal unten drunter in die Kommentare haut. Das wäre nice. Pete? Ja? Dankeschön, dass du mir Road & Lanter gezeigt hast. Ja, macht Spaß, ne? Ist zwar schwer, aber macht Spaß, oder? Ich finde sie sehr, sehr wild. Also wild im Sinne von sehr viel G-Kräfte in der Vertikalen. Also dadurch, dass man sehr viel hoch und runter fährt, merkt man halt auch sehr, wie das am Auto arbeitet. Das ist sehr, sehr interessant. Mhm. Ja. Ich finde die Strecke schön. Macht mir Spaß. Ich muss mal gucken, ob ich selber diese Woche auf Road Atlanta noch ein Rennen fahre. Vielleicht schaffe ich das morgen noch ein Rennen zu fahren und das aufzunehmen. Es wechselt ja erst am Dienstag die Strecke, ne? Also Montag kannst du noch fahren. Ja, vielleicht. Also auch Montagabend noch, ne? Ja, genau, Montag. Ich glaube, ab 1 Uhr wechselt die dann nachts. Ja. Vielleicht habe ich noch Glück und ich kann noch ein Rennen fahren auf Road Atlanta, damit wir nicht nur Übungssession hatten, sondern auch mal eine Rennsession und dann gucken wir mal, was da so geht. Vielleicht gibt es ja nochmal die Möglichkeit. Pete, nochmal Dankeschön an dich, dass du uns allen auch die Strecke gezeigt hast. Ich hoffe, bei euch da draußen war es auch interessant. Sehr, 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 sehr gerne. Immer wieder. Immer wieder gerne, du. Jo. Ja, danke, ne? Ja, Xentral war ja heute mehr oder weniger wieder nur in Anführungsstrichen antreibende Kraft für mich, um zu jagen. Ich jag ja Xentral immer sehr, sehr gerne. Aber das, was der Blitz da reinballert, das, also ich weiß nicht. Das schaffe ich nicht. Also das sind ganz, ganz andere Welten. Vielleicht irgendwann mal. Bei mir ist ja, ich bin ja der König des Regens. Sagt man ja so schön. Ich fahre super gerne im Regen mittlerweile, aber das gibt es ja bei iRacing nicht. Da muss ich mich mal anstrengen. Mal gucken. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht mit iRacing. Bis dato muss ich ganz ehrlich sagen, fühle ich mich gar nicht mehr so schlecht in iRacing. Also schlecht in Anführungsstrichen. Schnell natürlich nicht, aber relativ konstant. Wir sind ja gut von den Rundenzeiten sind wir ja relativ konstant gefahren. 1:22er Zeiten mit ganz wenig Ausreißern. Was gar nicht so verkehrt ist, glaube ich, so für den Anfang. Möchtet ihr noch irgendwie was sagen, Jungs, zum Ende? Auch vielen Dank. Ich wollte schon sagen, Stream ist es ja aber nicht. Das habe ich bei der ersten Serie falsch gemacht. Vielen Dank für die Aufnahme und an die Leute da draußen für die Challenge, was ihr so fahrt in Road Atlanta. Schöne Grüße, haut mal rein. Ich kenne da ein paar Jungs, die sind noch wesentlich schneller. Ja, bin ich auch mal gespannt, ne? Was da noch für Zeiten irgendwie in die Kommentare geschrieben werden. Dann würde mich auch mal interessieren. Ne? Schöne Grüße an den Nyx, alias Sven. Wir kontrollieren, oder andersrum. Wir kontrollieren nächste Session, also nächste Session im Sinne von nächste Strecke. Gucken wir in die Kommentare. Und falls ihr so auch noch irgendwie Anregungen oder Anmerkungen habt oder ihr habt Fragen zu iRacing, Pete hat schon, glaube ich, sehr, sehr viel Erfahrung. Ihr könnt das auch gerne unten reinschreiben. Ihr habt ja gerade gesehen, ich gucke am Anfang auch sehr gerne darüber und spreche auch ein bisschen über eure Kommentare. Also falls ihr da was loswerden möchtet, unten tobt euch aus. Tobt euch aus, lasst euch gehen.
Eine Frage hätte ich noch. Und zwar nach der Folgenlänge. Die letzten Folgen waren beide eine Stunde. Also heute war auch die erste Aufnahme war eine Stunde. Die zweite ist jetzt 45 Minuten lang. Ist euch das zu lang? Wollt ihr das irgendwo in der Mitte nochmal gecuttet haben? Möchtet ihr das ein bisschen kürzer haben? Ihr könnt euch komplett unten austoben. Lasst uns das wissen. Und das war's eigentlich, meine Damen und Herren. Ich sag auch tschüss, Kappa, der Blitz und ey, Reini, schöne Grüße. Aktiviert die Glocke, hat Reini gesagt. Und Reini ist Teamchef. Also vergesst die Glocke nicht.